So, wir haben mit wahren Worten aufgehört und machen mit wahren Worten weiter. Meeresträume, Tag Nummer 7. Seit einer Woche treiben wir auf hoher See. Mein Mut sinkt. Das Ende der Fahnenstange war erreicht. Wenn wir jetzt nichts essen würden, würden wir sterben. Ja, dann... Oh, ist sie schon tot? Yahoo! Essen! Nein, ich habe mich nicht gefreut, dass Kara tot ist. Ach ja, schön, ein Fisch. So, das dürfte, glaube ich, reichen. Mal sehen, ob sie jetzt was sagt. Will, tut mir leid, dass ich gestern so war. Ich werde versuchen, den Fisch zu essen. Ich ziehe den Ekel dem Tod vor. Das hier sind wildere Umstände. Wir müssen jede Chance nutzen, um zu überleben. Ich werde uns einen schönen großen Fisch fangen. Ja, ausnahmsweise. Endlich konnte ich sie dazu bringen, den Fisch zu essen. Will fühlte plötzlich mehr für Kara. Es war Liebe! Mann, ist der Kerl wahnsinnig, oder was? So, Meeresalbträume Tag 12. Wie wunderschön die Sterne leuchten. Gerne würde ich sie berühren. Gerne würde ich dich berühren. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wenn ich könnte, würde ich dir einen der Sterne schenken. Siehst du den roten Stern im Sternbild? Cygnus? Cygnus? Ja, Cygnus. Ja. Man sagt, ja, egal. Ja, er leuchtet rot wie Feuer. Ich weiß, wie wir diesen Abend noch unvergesslicher machen können. Of course! Natürlich weißt du, dass du vollbärtige Gewitterziege... Oh Mann. Könnt kotzen. Lass uns einen Wunsch aussprechen, der Stern mit ihr erfüllen. Verrecke, du scheiß dämliche... Ach... Zicke. Ich wünsche mir eine Nacht mit einer wirklich wundervollen Frau mit Pamela Anderson, Megan Fox, was weiß ich wen, aber nicht mit... Oh Gott! Meeresschicksale, Tag 18. Nun sind wir schon fast seit 3 Wochen auf See. Deine Haare sind länger geworden. Du siehst wild aus. Sie gefällt mir immer besser, ihr arrogantes Gewicht. Oh Gott, ey. Was ist los mit dem Kerl? Sie hat sich verändert, sie ist nun viel natürlich. Ihr Arm bringt mein Blut in Wallung. Jetzt holt uns doch der Teufel sie doch. Ja, dich holt der Teufel. Was ist das dort im Wasser? Dein Schicksal ist es, nicht meins. Oh Gott, Haie. Sie umkreisen unser Floß, aber sie greifen nicht an. Worauf warten diese Bestien? Ja, dass du ins Wasser springst, verdammt. Ist es ein Hai? Nein, es ist ein Hamster! Boah, Mann. Wir werden zerfetzt und gefressen werden. Ja, mach aus wir, machen wir mal du. Wilde Jungs mögen die Haie nicht. Nur nach Schwein aussehende Prinzessin. Oh Gott, ey, wie viel muss ich hier denn noch ertragen? Das. Scheint den Haien egal. Vielleicht sind das auch nur Menschen, die sich so eine Flosse oben auf den Kopf geklebt haben. Die Menschen sind die einzigen, die ohne Grund was für also taten. Das ist kein normales menschliches Verhalten. Wir aßen den Fisch erst, als wir Hunger hatten. Sieh doch, sie schwimmen fort. Leb wohl, ihr Haie. Verdammt! Meerestragödien, Tag 21. Oh Gott.
21 Tage mit der alleine auf dem Floß. Als ich noch im Schloss wohnte, liebte ich erst die Sonne. Okay, es war schön, wie die Sonne auf das Schloss strahlte. Inzwischen hasse ich diesen Moment. Ja. Wenn die Sonne untergeht, kommt die Dunkelheit. Ja, und sie wird dich fressen. Ich fürchtete schon, die Sonne nie mehr zu sehen. Aber seit du an meiner Seite bist, sehe ich die Sonne wieder jeden Morgen. Selbst Situationen wie diese sind mit dir erträglich. Schon lange wollte ich dir das Gleiche sagen, doch mein Mund schwieg. Doch meine Gedanken waren die deinen. Plötzlich wurde ich ohnmächtig und fiel in einen tiefen Schlaf. Ja, ihm war einfach nur schlecht, weil er konnte das Gesicht von ihr nicht mehr tragen. Will, Will, was ist geschehen? Wach wieder auf und lass mich nicht allein. Panik, Tod. Wir wurden gerettet. Mal wieder eine fremde Stimme. Sieh doch, er kommt zu sich. Gib ihm etwas zu trinken und reich ihm Obst, er ist sehr schwach. Er leidet an Skorbut, aber keine Angst, wir kriegen ihn schon wieder hin. Das hat selbst die Kuh von Columbus schon erleben lassen. Jetzt wird's ekelhaft. Im Endstadium färbt sich die Haut des Betroffenen schwarz. Das Zahnfleisch beginnt zu bluten und der Körper verfault langsam. Ja, kennt ihr noch aus den Simpsons? Zahnfleischbluter Murphy? Ja, danke, edler Retter. Dank nicht mir. Dem Hund gebührt euer Lob. Er fand euer Floß. Ja, verdammter Hund, die Alte hättest du ruhig ersaufen lassen können. Hilfe, oh mein Geliebter. Wir haben Land erreicht, die Rettung naht. Oh Gott. Es war alles nur ein Traum. Oh nein, sie steht wirklich da. Wir sind im Hause unseres Retters. Dort ist ein lang unruhigen Schlaf. Immer und immer wieder hast du im Schlaf. Ja, ihr könnt selber lesen. Ist dieses Spiel eigentlich ab 18? Ich weiß es nicht. Von Otakon? Nee, von Oakton. Freya ist nur eine Tagesreise entfernt. Wenn du jemanden suchst, würde ich das in einer großen Stadt tun. Ja. Du suchst jemanden gefunden. Hast du jemanden, würde ich sagen. Lass uns sofort aufbrechen nach Freya. Ich werde mich nur vom Hund verabschieden. Ja, vielleicht frisst der Hund dich dann. So, mal schauen, ob jetzt wieder zurück zum Spiel. Ich glaube, hier irgendwo war noch ein Juwel oder so. Na, hier unten nicht. Da hinten. Jawohl. Sehr schön. Gebell, gebell. Der Hund heißt Gobbelhof. Ist er nicht ein treuer Gesell? Ja. Und ich würde ihn liebend gerne eintauschen gegen dich. So zogen sie denn aus nach Freya. Freya? Freya? Ja. Ich bleib bei Freya. Diamantenküste. Ja, schnurstracks geradeaus. Fantastisch, welch eine prächtige Stadt. Ich hoffe nur, dass die Bewohner genauso sind. Ja, nicht mehr, wenn sie dich sehen. Ja, ich glaube, jetzt habe ich genug auf der Prinzessin rumgehackt, oder? Nein! Einverstanden, will, lass uns hier übernachten. Ich nehme ein Einzelzimmer. Außerdem hat Will doch gerade erst gepennt. So, und wie das weitergeht, erfahren wir beim nächsten Mal.